Hallo miteinander, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Immobilien-Online-Blog. Und heute geht es um das Thema Visualisierung. Wir meinen vielleicht, das ist ganz ein einfaches Thema, muss ja einfach ein paar schöne Bilder machen. Ich merke aber, wenn ich so unterwegs bin, auf ImmoScout und all diesen Plattformen, also dass da wirklich wahnsinnig wenig Mühe gibt, sich vielfach, zum einfach die schönen Häuser auch schön zeigen. Also es ist schon fast ein bisschen alarmierend, wie man sieht, wie schludrig das einfach teilweise ja, Makler oder auch Private ja, einfach schaffen tun. Und darum habe ich gedacht, dann nehme ich das Anlass, um mal ein Video zu machen, um einfach mal ein paar Sachen aufzuzeigen. Also, was zum Beispiel ganz markant ist, ist, man sieht sehr viele Bilder, wo Unrat rumsteht, wo Dreck drauf hat, wo vollbiegen ist mit Dekorationen, mit persönlichen Sachen, sogar noch Zeichnungen von den Kindern und so. Das ist alles schön und gut. Aber eins muss man sich schon ins Bewusstsein rufen, wenn man eine Immobilie verkaufen will, die doch einen gewissen Wert hat, dann muss man sich auch die Mühe und die Zeit nehmen, um das so ein bisschen wertig einrichten. Weil man merkt, wenn sich der Verkäufer einfach die Mühe nicht nimmt und dementsprechend ja, strahlt ihr da auch aus. Oder? Darum also ganz wichtig, räumt eure Wohnungen oder eure Häuser auf. Tönt mit dezenten Dekorationen arbeiten, wenn ihr halt irgendeine Wand voller Bilder habt oder so, nehmt die halt weg. Klar, es ist natürlich möglich, dass es Löcher hat an den Wänden, aber auch dort kann man natürlich mit so Spachtelmassen arbeiten und so. Natürlich, es ist alles ein Aufwand. Aber hey, ihr wollt das Haus verkaufen. Und ihr könnt nicht erwarten, dass ihr könnt, schludrig daherkommen und dann hohe Preise für die Immobilien rausholen. Das geht einfach nicht. Ja, super, haben wir eben gesagt, kein Abfallsack rumstehen. Dasselbe gilt auch für Verrussen, wenn ihr den Garten fotografieren oder so. Schaut, dass dort nicht noch ein 110 Liter Kübel Abfallsack rumliegt und oben dran das Zeug raus schaut. Ja. Dann, was sicher auch wichtig ist, ist, dann das Zeug ein bisschen schön herrichten. Also, es muss ja, wenn man das Bild anschaut, muss man ja dort schon ein Gefühl bekommen von Harmonie und da fühle ich mich wohl, da bin ich daheim. Und da darf man ja ruhig mal auch vielleicht ein bisschen etwas an Dekomaterial vielleicht sich zulegen, etwas Neutrales vielleicht auch, ja, damit es einfach ein bisschen besseres Gefühl noch gibt für den Betrachter. Dann, ja, halt eben Bilder sind halt schon Startbild ist schon extrem wichtig. Also, das heisst, wenn ihr dann, auf ImmoScout zum Beispiel eure Immobilie ausschreiben, schaut, dass ihr im Startbild schon ein Bild habt, wo einen fängt, wo Aufmerksamkeit generiert, weil sonst geht ihr einfach unter, oder? Unter der Vielzahl von Immobilien, die aufgelistet sind. Dann kommen wir zu einem Thema, was gibt es denn überhaupt alles? Also was kann man überhaupt alles machen? Wie kann man seine Immobilie präsentieren? Natürlich ganz normal, Fotografie. Selbst dort gibt es Unterschiede. Also wir beispielsweise, wenn wir Fotos machen, tun wir mit HDR aufnehmen. HDR sind verschiedene Belichtungen, die dann nachher übereinander gelegt werden, damit das Optimum von der Qualität rausgeholt werden kann. Was zum Beispiel ein riesen Vorteil ist, ihr könnt, wenn ihr von innen gegen aussen fotografiert, durch ein Fenster, dass ihr aussen dran auch genau könnt erkennen, was dort los ist. Wenn ihr nicht mit HDR fotografiert, dann wird es dort schon schwieriger. Also die normalen 2D-Fotos. Dann natürlich die virtuellen Rundgänge. Da kann man natürlich auch mit Fototechnologie machen. Man kann das mit einem Scanner machen, mit dem Matterport, den wir auch haben. Der ist eigentlich geschaffen für die Immobilien, weil er eine brutale 1:1 realistische Einsicht zeigt. Man kann von der ganzen Immobilie, die man gemacht hat, ein sogenanntes Puppenhaus erstellen, wo sich in der Luft drüllt, wo man also bequem kann von jeder Seite eintauchen und die Immobilien erleben. Also so ein Rundgang ist nicht zu unterschätzen. Natürlich ist es unser Geschäft, muss ich ja fast sagen. Aber dennoch, es ist wahnsinnig. Ich tue euch dann unten dran noch verlinken. Wenn ihr so eine Tour aussieht, es ist wahnsinnig fesselnd und natürlich eben effizient
Und sicher einige Besichtigungstermine weniger, die ihr machen müsst, die euch halt einfach Zeit sparen. Jawohl, wir können natürlich die ganzen Touren auch noch interaktiv ausschmücken. Also das heisst, wir können Video, wir können Text, wir können Bilder einbauen. Einfach damit man im Vorfeld den Kunden oder den potenziellen Käufer schon sehr, sehr genau kann, informieren und somit nachher auch wieder viel Zeit wegfällt bei der Beratung. Video natürlich, also Video ist nach wie vor sehr wenig eingesetzt bei uns in der Schweiz. In Amerika zum Beispiel gibt es Makler, die vertreiben ihre Häuser nur noch per Video. Video hat halt den Nachteil, dass man nicht genau kann dort durchlaufen oder da anschauen, wo man jetzt als Betrachter gerade möchte sehen. Da ist halt dann der Vorteil bei einer virtuellen Tour. Dort kann man selber entscheiden. Ja, aber dennoch, Video bringt natürlich viel, kann man wirklich einiges machen. Natürlich auch dort sollte man wieder darauf achten, dass es einfach eine gescheite Qualität ist. Vielleicht lohnt es sich dort auch mal in eine kleine Cam oder kleine Camcorder zu investieren, die ein paar hundert Franken kostet. Ja, dann live natürlich kann man ja auch Besichtigungen machen, könnte man über Facebook machen und so weiter. Natürlich, da ist dann schon fast ein bisschen für Vorgeschrittene. Man muss das Ganze natürlich dann auch ein bisschen anständig bewerben und so. Aber dennoch, macht euch bewusst, alles was mit Bewegtbild zu tun hat, liegt im Trend oder respektive ist für den Betrachter viel einfacher zum Konsumieren. Dementsprechend schenkt er euch auch mehr Aufmerksamkeit. Und mehr Aufmerksamkeit heisst halt auch schneller können zum Geschäftsabschluss kommen. So, das sind jetzt nur mal ein bisschen grobe Themen in der Visualisierung. Wir machen dann nochmal ein zweites Video, wo es noch um tiefgründigere und spezifischere Tipps geht, wie ihr eure Immobilien könnt herrichten könnt. Einfach nochmal zu meiner Erinnerung rufen oder fragt auch euren Makler einmal, ob er sich da die Zeit und die Mühe nimmt. Es wertet einfach eure Immobilien auf, wenn ihr euch dort Mühe gebt. Das ist halt wie überall, auch im Leben. Wenn ihr euch Mühe gebt, kann auch mehr daraus entstehen. Oder? Und ich meine, so eine Immobilie kostet nicht gerade 100er Noten und dann ist es getan damit. Oder? Also wirklich, und es ist wirklich vieles unterwegs auf diesen Plattformen, wo einem wirklich die Nackenhaare zu Berg stehen. Also sehr schade, sehr schade. Nun, hey, kommentiert, was ihr dazu meint, wenn ihr für Erfahrung habt, würde ich uns wahnsinnig freuen. Oder gebt uns einfach mit den Kommentaren mal durch, was möchtet ihr gerne für Tipps haben, wenn es um die Immobilien geht, im Online-Vertrieb. Und hey, ja, abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit anrufen oder eine E-Mail schreiben. Wir blenden oben dran nachher dann gerade noch die Daten ein von uns. Und danke vielmals nochmal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ade miteinander.